Olympische Spiele 2024 in Paris. 7 Kärntner-Athletinnen und Athleten waren Teil des rot-weiß-roten Teams. Nun wurde zum Olympia-Brunch in den Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung geladen. Ich glaube, das soll ein sichtbares Zeichen auch für die Öffentlichkeit sein, dass die Kärntner Sportfamilie zusammensteht, egal in welcher Form, mit Trainerinnen, mit Betreuerinnen, mit Familienmitgliedern, mit jenen, die alle ein kleines Schärflein dazu beigetragen haben, dass wir Großes erreichen konnten. Und das unterstreicht auch, deswegen ist das gesamte Team da, die Idee des Olympiazentrums, das gerade für solche Momente wie den heutigen während der Zeit immer den Athletinnen und Athleten zur Verfügung stellt. Danke, danke allen Beteiligten. Ich bin stolz auf diese Kärntner Sportfamilie. Für Lara Wadlau war es nicht die erste Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ja, ich habe schon sehr viele Erfolge feiern dürfen in meinem Leben. Ich war bei 2 Olympischen Spielen schon dabei. In Rio war die größte Niederlage meines Lebens und dann habe ich erstmal gesagt, jetzt haue ich den Hut drauf, studiere Medizin, habe das erfolgreich abgeschlossen. Also war es irgendwie doch ein Lebenstraum, als Ärztin, als Doktorin noch einmal zu den Spielen zu fahren. Dass ich überhaupt die Qualifikation geschafft habe nach einer 5,5-jährigen Pause, war schon wirklich unglaublich. Und dann, dass es mit dem Olympiasieg gekrönt wird, also ich glaube, schönere Geschichten, also schreibt nur der Sport. Weitere Informationen zum Olympia-Brunch-Empfang finden Sie auf der Homepage des Landes Kärnten.